Willkommen zurück auf meinem Kanal. Super schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Versus, denn ich habe mir gedacht, die Beautyboxen, die ich im November nicht ausgepackt habe, die gucken wir uns im Dezember an und machen ein November versus Dezember. Und wenn dich interessiert, was in der Look Fantastic Box drinnen ist, bleib sehr gern dran. Ja, ich fand die Idee eigentlich ganz cool und dachte, komm, wir machen mal ein Versus, wie gesagt, November gegen Dezember. Wir fangen an mit der Look Fantastic Balls und ich muss jetzt wirklich kurz spickeln. Ich glaube, das hier müsste aber die Dezember Box sein, nee, die November und das die Dezember. Jetzt schauen wir einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es nicht geschafft, durch die ganzen Adventskalender die Boxen auszupacken. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Box, das ist die große Schwester der Glossy Box und du hast wirklich mal ganz andere Marken drinnen. Und wir starten jetzt. Ich reihe dir auch alle Produkte neben mir auf. In dem Fall jetzt die erste Box hier, die zweite hier. Blende dir natürlich alle Einzelpreise ein und am Ende auch den Gesamtwert. Jetzt legen wir aber los. Ich bin immer noch kein Fan, um das aufzumachen, weil irgendwie, ich habe die erste Box offen und ich war gar nicht schlecht, denn ich sehe gerade, hier steht The November Edit. Also dies ist die November Variante. Wir starten mal, die Look Fantastic Beauty Box hat gar keine Beauty Box mehr, die hat schon seit, ich glaube, 3-4 Monaten einfach nur einen Karton, um sich die Box zu sparen. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. So, und das ist der erste Einblick in die Box. Ich sehe schon ein paar etwas bekanntere Produkte. Wir schauen die jetzt aber natürlich genauer an. Das erste Produkt ist doch nicht das, was ich dachte. Ich dachte, von Frank Body haben wir auch das Volumen Powder drin. Hier haben wir aber ein Scalp Serum Exfoliating, ein peelendes Kopfhaut-Serum. Finde ich total gut. Ich stehe tatsächlich total auf Kopfhaut-Peelings. Habe das von Christopher Rabor schon ausprobiert. Dieses mit der Ananas bin ich gerade am Probieren. Hat mir aber zu weiche Körner, war mal in der Glossy Box mit drin. Bin aber tatsächlich positiv überrascht vom Kopfhautpeeling. Meine Haare wachsen, sie wurden erst geschnitten und sind echt schon wieder mit Locken so lang. Ich bin total zufrieden mit meiner Haarroutine und da darf alle 3-4 Tage ein Kopfhautpeeling einfach nicht fehlen. So, aha, oh, aha, as, aha, cool, wir haben ein chemisches Kopfhautpeeling, das man für 5 Minuten drauf lassen soll. Mega, da ist aha mit drin. Würde ich mal kurz schauen. Ja, keine Peelingkörner, flüssig. Das ist ja mal interessant. Also das tun wir uns einmassieren, für 5 Minuten in der Kopfhaut lassen und dann ausspülen. Jetzt muss ich nur kurz das an die Tüte machen. Nicht, dass hier das antrocknet. So, das zweite Produkt ist von Kowaui. Wowi, ein Leave-In Conditioner. Wieder was für die Haare. Super schön, freue ich mich. Wer mich noch nicht kennt, ich liebe tatsächlich Haarpflege und teste alles Mögliche, aber Haarpflege ist irgendwie mein Lieblingsbereich. Gerade weil ich meine Haare mal so kurz schneiden musste, weil sie kaputt waren und ich jetzt mittlerweile hier wieder angelangt bin. Ich liebe es, Haarpflege zu probieren, zu testen und dir natürlich auch was weiterzugeben, was denn wirklich hilft bei kaputten Haaren. Ich habe schnell fettendes Haar hier oben und trockene Spitzen. Ja. Und das ist ein Leave-In Conditioner, also ein Conditioner, der drinnen bleibt. Steht hier noch irgendetwas drauf? Nö. Ja, also zum Sprühen bestimmt. Ja, zum Sprühen finde ich bei solchen Texturen immer ganz interessant, wenn die so richtig dickflüssig sind, aber dann ein feiner Sprühstoß ist. Sehr cool, wird ausgetestet. Leave-In Conditioner kommt bei mir immer nach dem Duschen rein, gerade mit diesen Locken und hinten im Nacken die Babylocken, die verknoten sich sehr gerne. Das nächste Produkt ist ein Produkt von Thomas Peter Roth, von Peter Thomas Roth, so rum, eine Instant Firm Eye Maske oder Creme, ich denke mal eine Creme. Shake well, spring apart the thin layer to fresh clean skin. Remain exclusionless, product will dry in 3-7 Minuten. Okay, also ist es eine Augencreme von Peter Thomas Roth. Die wird auch sehr, sehr hochpreisig sein. Die Peter Thomas Roth Produkte sind wirklich sehr, sehr
hochpreisig und wir hatten auch schon lange keine Augencreme mehr, finde ich, in Boxen. Und Augencreme ist so eine Sache, kann man immer gebrauchen. Meine Mama sagt immer, du Kind, ich habe keine Augenfalten, benutze mein Leben lang schon Augencreme. Ich glaube, das spricht für sich, deswegen benutze ich sehr, sehr gerne Augencreme. Auch ein sehr schönes Produkt von Elemis, ein Produkt. Von Elemis habe ich Superfood Midnight Facial Moisturizing Sleep Cream, eine Sleep Mask mit 15 ml, eine Nachtcreme. Super, kenne ich auch noch nicht. Könnte jetzt auch bald eigentlich ein Elemis-Video zusammenbekommen. Ich mache ja einen Monat eine Marke und ja, bin ich auch sehr gespannt dann drauf. Eine Mini-Größe vom Molten Brown Duschgel. Ich hoffe natürlich, es riecht nicht zu streng. Das ist das Coastal Cypress and Sea Fennel. Manche von denen bekomme ich Kopfschmerz. Die riechen mir wirklich zu stark. Das riecht aber, okay, es riecht leicht. Nein, das ist gut. Eine kleine Größe mit 50 Milliliter. Würde ich mir nie nachkaufen. Molten Brown ist ein Duschgel. Das riecht zwar gut, aber da kaufe ich lieber mir einen Rituals Duschschaum. Wie das irgendwie. Keine Ahnung. Und das letzte Produkt, wollte ich gerade sagen, ist bestimmt was Dekoratives von Seattle London. Aber ich wollte eigentlich sagen, ein Mini-Puder. Aber wir haben einen Monoshine, wahrscheinlich einen Monolidschatten Metallic Glitter Eyeshadow. Metallisch glitzern. Okay. Ich glaube, so einen Ton habe ich auch noch nicht da. Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich swatche ihn mal nicht. Wenn ich ihn schon habe, wird er weiter wandern. Ist aber so ein Metallic, lila. Finde ich auch total hübsch. Doch, hat was. War eigentlich eine ganz schöne Box, finde ich. Alles brauchbare Produkte. Aber jetzt kommen wir zum Gegner, dem Dezember. Haben Sie im Dezember nochmal einen rausgehauen in den Weihnachtsmonat? Die Zeit verrennt so schnell. Okay. Die Dezemberbox. Ich wurde schon gespoilert. Hey, ja, der Dezember-Edit. Ich habe alles richtig gemacht. Nicht, dass ich, keine Ahnung, vielleicht irgendwas vertauscht habe. Aber ja, gut. Das ist der erste Einblick in die Box. Ich sehe direkt obendrauf ein richtig cooles Produkt. Und zwar von Brushworks. Habe ich so ein Haarreif, so ein Bubble-Haarreif. Limited Edition mit Look Fantastic. Cool. Gucken wir doch gleich mal. Ihr wisst ja, ich stehe total auf Haarreife, gerade wenn ich mich fertig mache. Ich möchte mal kurz dieses Ding hier wegmachen, das Etikett. Cool. Aber es sieht schon sehr puffig aus. Keine Ahnung, ob ich den jetzt so in einem Video oder so drin lassen würde, weiß ich nicht. Aber zum Abschminken und so, mega gut. Ist, glaube ich, gerade voll modern, diese Puffelhaarreife. Super cooles erstes Produkt eigentlich. Und das nächste Produkt ist auch ein sehr schönes Produkt. Also ist ein Produkt von Rituals. Deswegen sage ich ein sehr schönes Produkt. Es wäre ein sehr, sehr schönes, wenn es kein Body Oil wäre. Denn ich bin ein Mensch, ich mag das Gefühl von Öl auf ölige Haut überhaupt nicht. Ich habe ölige Haut und habe hier ein kleines Rich Body Oil. Hat jemand Erfahrung zu diesem Body Oil? Hast du Erfahrung vielleicht? Weil lass es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde es sehr gerne mal austesten, aber ich mag halt diese öliges Gefühl, ich ziehe das schnell ein und so und ich möchte es jetzt nicht anbrechen und dann nicht benutzen, so kann ich es dann noch verlosen. Deswegen, keine Ahnung, hast du vielleicht Erfahrungen dazu? Wenn ja, lass es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Weil Rituals macht eigentlich immer sehr schöne Produkte. Dann geht es richtig cool weiter, wieder eine meiner Lieblingsmarken, Pixie by Petra. Pixie by Petra habe ich tatsächlich kennengelernt durch ihre Toner, war ich total begeistert, habe immer mehr Produkte von denen schon getestet und muss wirklich sagen, ist eine richtig schöne Marke. Ein Augenbrauen-Brow-Tamer, ein durchsichtiges Augenbrauengel, finde ich nicht schlecht, habe ich auch schon von Pixie getestet. Muss nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Gel irgendwie zu dickflüssig ist, ein Ticken. Keine Ahnung, aber es tut seinen Zweck und ich bin eigentlich zufrieden damit. Es ist aber, wie gesagt, im Vergleich zum 24-Hour Brow Setter oder so etwas dickflüssiger. So. Dann habe ich immer noch drei Produkte hier drin und das dürfte, meine ich, wieder was für die Haare sein, wo ich mich mega freue. Und zwar habe ich Pineapple and Coconut Prep and Prime Polish Primer with Horsetail and Planet Extract Horsetail. Bin ich jetzt etwas... soll man aufs nasse oder trockene Haar machen, eine kleine Menge in die Hände verreiben und die Hände zusammenreiben
und ins Haar und die Kopfhaut einmassieren. Okay, ins Nasse oder Trockene. Das heißt, wir nehmen gleich mal eine haselnussgroße Größe raus, ziehen den Ring aus, verreiben es in den Händen und schmieren es uns mal in die Haare rein, wie sie denn gesagt haben. Ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt hier irgendwie ölig oder so gleich aussieht, sondern einfach nur wirklich schön pflegt. Ich muss sagen, es riecht wirklich sehr, sehr stark nach Kokosnuss. Ja, aber süßlich. Also es ist nicht so künstlich komisch nach Kokosnuss, sondern süßlich. Finde ich total gut. Und ich finde, sie machen trotzdem einen schönen Glanz und sehen jetzt nicht so ölig aus. Das muss ich noch ausgiebiger testen, aber der erste Eindruck, nicht schlecht. Gut, machen wir weiter. Von Rodial das Vitamin C Serum, meine ich. Ein Enzym Scrub. Ein Papaya Enzym Scrub von Rodial mit Vitamin C. Vitamin C ist hautaufhellend, ganz wichtig. Wenn du das benutzt, trag am nächsten Tag auf jeden Fall einen Lichtschutzfaktor oder an dem Tag. Ich gehe halt oft davon aus, dass man sowas abends macht, deswegen sage ich immer am nächsten Tag. Deine Haut ist einfach sensibel durch die Sonne. Deine Haut ist einfach sensibel durch das Vitamin C und deshalb bitte einen Sonnenschutz benutzen. Ja, auch sehr schön. Ein Peeling. Und das letzte Produkt hier drin ist von Revolution ein Produkt. Und zwar habe ich von Revolution Skincare London ein 5% Retinol bis Rosehip Seed Oil Super Strength Formula, ein Serum. Okay. Von Revolution kenne ich tatsächlich hauptsächlich die Disney-Paletten, natürlich auch schon viele andere Produkte. Aber das erste, wenn ich an Revolution denke, sind Disney-Paletten. Ne? Und von denen haben wir wirklich jetzt ab und an mal Skincare drin gehabt. Und hier haben wir wieder ein Apothekerglas, wie ich gelernt habe. Und genau, und hier habe ich ein verdunkeltes Glas mit einem Retinolserum. Auch nicht schlecht. Retinol soll man nicht zu früh mit anfangen, aber so ab Mitte, Ende 20 kann man damit anfangen. Auch ein sehr schönes Produkt. So, jetzt sehen wir mal die Dezemberbox hier und die Novemberbox hier. Ich muss sagen, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Weil hier finde ich zum Beispiel den Primer schön, den Haarreif und das Pixi-Produkt und das Revolution eigentlich auch. Und hier finde ich eigentlich auch alles gut, bis auf dieses Peter Thomas Rot Augencreme. Bin ich ein bisschen, naja, so ein Naja-Produkt, finde ich. Puh, wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, ich würde mich tatsächlich für die Dezemberbox aber entscheiden. Weil ich finde gerade diesen Haarreif so brauchbar und das Haarprodukt und was fürs Gesicht. Und ja, keine Ahnung, ich entscheide mich für die Dezemberbox. Kannst mir deine Meinung super gerne mal in die Kommentare schreiben und wer für dich denn der Gewinner war von diesen zwei Boxen. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder.